Ja, offensichtlich. Aber ich bekomme keinen Schaden, was ich ganz interessant finde. Ich glaube nämlich in späteren... Oh, Geowatz. In späteren Ranger-Teilen nimmst du halt schon gerne mal ein bisschen mehr Schaden, auch wenn dich Pokémon anrempeln. Ballern. Also ich erinnere mich an irgendwelche Gastrodon, Wasserpfützen oder an irgendwelche rammenden Pokémon. Ich meine, du hast da wirklich Schaden bekommen. Also, dass mich der Stein hier nicht erschlägt, wundert mich ehrlich gesagt schon. Ist hier noch irgendwas? Ein Keifel, was mich runterstoßen möchte? Habe ich schon einen Tangela eigentlich? Mitnehmen. Nee, so ein Geowatz an die Birne zu bekommen, finde ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht schlimm, ne? Also... Hast du vielleicht ein bisschen Kopfweh hinterher, aber sonst? Aber habe ich scheinbar schon gehabt. Na gut. Nein, Keifel, jetzt nicht. Oh, da ist auch noch ein Tangela. Es scheint, als ob die Mitglieder der Power Rock Bande irgendwo da vorne herauskommen würden. Wirklich komisch. Die Türen zum Tempel von Fiore sind fest verschlossen. Niemand dürfte hier dann herauskommen. Da vorne ist ein Wasserfall und befindet sich an einer steilen Klippe. Da kommen wir nicht hinüber. Ich frage mich wirklich, wer diese Power Rock Bande kommt. Mysteriös, mysteriös. Da ist noch ein Keifel. Nein, die kommen nicht aus dem Tempel. Also bitte. Dich könnte ich, glaube ich, sogar... Wobei, nee, Altaria hatte, glaube ich, die passende Fähigkeit. Nee, dich könnte ich nicht aufwirbeln. Da brauche ich Zertrümmer und 3, was Geowatz könnte. Ja, komm. Bevor ich dahin latsche. Das muss ich bewässern. Das kann doch bestimmt... Na, Quapuzzi übernehmen. Also ich würde mal behaupten, dass ich nach links muss, aber man kann ja erstmal Blumen gießen. So viel Zeit muss sein. Muss auch mal gucken, ob wir mit der Mission dann fertig sind. Ob ich dann tatsächlich auch schon mal eine kleine Pause mache für die Meerschweinchen. Das ist immer so ein bisschen blöd. Dann brauche ich auch Zertrümmer 3. Wenn ich halt um 17 Uhr anfange zu streamen, weil ich dann halt recht bald immer schon Fütterungspause machen muss. Aber was muss, das muss. Du hattest Tackle 3. Also mittlerweile ist es auch wirklich so, dass zumindest eins unserer, mittlerweile nicht ganz mehr neuen Schweinchen, aber unserer neueren Schweinchen, sich irgendwie angewöhnt hat, lautstark nach Essen zu schreien. Also egal um welche Tages- und Nachtzeit, wenn ich irgendwo mit einer Tüte knistere, werde ich sofort lautstark angequiekt. Das bin ich mittlerweile auch gar nicht mehr gewohnt. Aber wie gesagt, erstmal die Mission fertig machen und dann können wir eine Fütterungspause machen. Nein! Ich bin an das Georock drangekommen. Geowatz. Fast das gleiche. So. Ich will das Quieken auch hören. Es geht halt nur, wenn Jan jetzt auch da wäre und dann er in die Küche laufen würde, dann vielleicht. Aber so mache ich das Mikrofon natürlich meistens aus, bevor ich mich auf den Weg mache. Ich glaube, es sind einfach so Dinge, die haben sich mittlerweile einfach schon eingebürgert, wie eben dieses, dass der Stream dann schon 10 Minuten früher startet und wir dann eben noch ein bisschen Musik haben oder unser kleiner Herzchen-Spam am Ende oder eben auch die Meerschweinchen-Fütterungspause. Wenn ich bedenke, dass ich früher jede Stunde Pause gemacht habe aus Prinzip, meine Stimme ist mittlerweile schon ein bisschen besser trainiert. Ich habe das damals echt gebraucht und mittlerweile nicht mehr wirklich. Es wird mir irgendwie total auf den Keks gehen, dauernd Pause zu machen. Okay. Hier komme ich immer noch nicht weiter. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ich weiß nicht, so manche Dinge sind irgendwie einfach schon etabliert in den Streams. Was ja auch eigentlich ganz schön ist. Der Oberrüpel. Und was macht ihr da? Lasst mich raten, ihr spielt Forscher. Oder vielleicht spielt ihr auch Ranger auf einer Mission? Versuche nicht es zu erklären, ist doch völlig unerheblich. Das Spiel ist hiermit beendet. Der Typ will offiziell den Stream beenden.
Das wüsste ich aber. Oh. Der Hyperbeam. Gut, dass das Ding nicht so viele Kreise braucht. Nicht schlecht, aber nicht gut genug, um in die Nähe unseres Verstecks zu gelangen. Und was ist das da? Das ist das Tor da? So, ich frage ja nur. Das da? Ansonsten kann ich dir auch alternativ einfach hinterherlaufen. Was ist hier unten noch hinter dem Tangela? Also die Zitate von den Rüpeln sind echt gut. Ich weiß halt auch nicht, wie die im Original natürlich sind. Ach ja, du greifst ja so an. Ohne Vorahnung. Vorwarnung, da war ja was. Aber ich finde, die sind sehr gut übersetzt auf jeden Fall. Ich weiß natürlich nicht, wie frei die übersetzt sind. Aber weißt du, ich habe nicht das Gefühl, dass die irgendwie so steif sind. Da kann ich weiter. Oben konnte ich bestimmt auch weiter. Weiß nicht, ich finde, die sind einfach sehr charmant, die Textboxen. Ach, guck mal, da würde ich rüberkommen. Und hier unten ist eine Brücke. Die Fiore-Fälle. In einer Minute fällt dir genug Wasser, um die Fangarena 23 Mal zu füllen. Hi, na? Warum braucht Carpador so viele Kreise im Verhältnis zu anderen Pokémon? Ich hätte jetzt ehrlich gesagt einen Kreis erwartet, aber ich habe ganze 5 EP bekommen. Cool. Ich versuche gerade noch, ah ja, herauszufinden, wo die Sackgasse ist. Aber ein Raichu habe ich ja dabei. Als ob es auf dem Rückweg da wieder rausgesprungen ist. Vor allem ist es auch echt schnell da rausgesprungen, meine Güte. Nein. Wobei das mit Sicherheit sehr witzig aussehen würde, wenn Kappa da so hinter dir herhüpfen würde die ganze Zeit. Ich bin wieder da. Ja. Das sind so Dinge, die möchte man vielleicht nicht unbedingt. Es ist genauso wie wenn irgendwer dumme Kommentare schreibt und du dir denkst, bitte tu das nie wieder. Und die Person dann leider am nächsten Tag wieder einen dummen Kommentar schreibt. Oh, ich brauche 2 Tangela, um weiterzukommen. Aha! Nein. Carpador? Nein. Dann fangen wir halt 2. Ich meine, ich bin ja generell eigentlich ganz dankbar dafür, dass es wirklich noch Leute gibt, die auch die Streamaufzeichnungen auf YouTube gucken, aber auch die auf Twitch. Also die haben ja auch immer so ein paar Aufrufe zumindest, dass sich dann Leute nachträglich noch die Streams angucken. Und auch später, wenn sie dann für YouTube geschnitten sind, weil da ja auch noch mal ein bisschen Mühe drin steckt. Ist immer schön, klar. Nur habe ich irgendwie das Gefühl, dadurch, dass ich natürlich jetzt überwiegend streame und da der Fokus liegt, gucken ja die meisten von euch, denke ich, einfach die Streams und schreiben dann im Chat mit. Also ich glaube, die wenigsten von euch gucken sich nochmal die YouTube-Aufzeichnungen an und wenn, dann schreibt ihr da keine Kommentare zu. Weil ihr ja quasi mehr oder minder das Ganze ja schon mal live kommentiert habt im Chat. Dementsprechend, wenn jetzt Kuro zum Beispiel sagt, hey, ich gucke mir den Stream nochmal auf YouTube an, dann wird sie vermutlich keine Kommentare dazu schreiben. Und da das dann irgendwie wegfällt, dass die aktiven Leute da Kommentare schreiben, fällt es natürlich umso mehr auf, wenn dann eh schon nicht so viele Kommentare kommen, wenn dann da einige seltsame Kandidaten bei sind. Hauke, danke schön für 21 Monate Treue. Bist du gerade zeitgleich mit Aya im Chat erschienen? Zufall? Ich glaube nicht. Oder ein ziemlich lustiger Zufall. Also auf jeden Fall, ne, fällt es dann natürlich ein bisschen mehr auf. Weil ich sag mal, früher hat ja auch keine ganze Zeit lang sehr regelmäßig kommentiert. Ali hat sehr regelmäßig kommentiert.
Gracie auch eine Zeit lang, Melly weiß ich auch und viele von euch. Was ich total cool finde, dass ich immer viele Kommentare bekommen habe. Da war ich immer sehr stolz drauf, weil ich hatte immer das Gefühl, dass ich verhältnismäßig echt viele Kommentare bekommen habe, was ich immer total cool fand und auch sehr lange Kommentare. Aber wie gesagt, da das natürlich jetzt eher auf Twitch ist, was ich auch voll okay finde, ne, merkt man halt schon so manche Leute, wo ich mir denke, wer bist du und was möchtest du von mir? Aber es gibt auch immer noch vernünftige YouTube-Kommentare ab und zu, ne? Ich habe die Hollow Knight Streams nicht schon 5-mal gesehen. Ach, die Aufrufe sind alle von dir. Aha. Huh? Eine Textnachricht von Barbara. Sehen wir doch mal nach. Entschuldige Svenja, aber ich muss schleunigst nach Frostberg zurückkehren. Barbara benötigt meine Hilfe. Es gibt in Frostberg im Moment einfach nicht genügend Ranger. Du schaffst es hier auch alleine. Du bist ein richtig guter Ranger geworden. Du wirst es schaffen. Es tut mir leid, aber ich muss los. Sei bitte vorsichtig. Jetzt, wo sie mittlerweile echt nett geworden ist, jetzt lässt sie mich alleine. Nee, aber wie gesagt, das... Also ich glaube halt auch wirklich, wenn hier ab und zu mal vielleicht ein blöder Chat-Kommentar ist, das fällt halt jetzt nicht so auf, weil wir einfach auch sehr viele vernünftige Kommentare haben. Aber wenn jetzt natürlich kaum Leute kommentieren würden und dann kommt mal ein dummer Kommentar, fällt es natürlich automatisch mehr auf. Der Boss hat mich heute wieder ganz schön zusammengestaucht. Er hat mich dabei erwischt, wie ich ihm mit dem Fangkomm den Rücken gekratzt habe. Das fand er gar nicht komisch. Wenn er mich hier beim Faulenzen erwischen würde, könnte ich mir gleich die nächste Standpauke anhören. Diese Pause war jetzt lang genug. Zurück an die Arbeit. Darf ich bitte noch nach oben? Die Skorgler machen mir Angst. Okay. Der Eingang ist tatsächlich ganz gut versteckt, das stimmt. Was ich übrigens noch anmerken wollte zu dummen Chat-Kommentaren. Ich meine damit nicht Kommentare, die vielleicht anderer Meinung sind als ich. Oder dass man vielleicht mal ein bisschen diskutiert oder so. Das ist ja auch normal. Oder irgendwelche Burns von meiner Seite aus, die ich irgendwie zu gerne verteile. Oder auch irgendwelche dummen Tippfehler oder so. Also das nicht. Ich meine halt wirklich Leute, die man am liebsten bannen würde. Ne? Nur, dass man sich da jetzt nicht irgendwie das falsch versteht nach dem Motto, ich finde hier die Hälfte der Kommentare blöd. Wir machen alle Quatsch und wir alle haben auch manchmal unterschiedliche Meinungen, was voll okay ist. Ich meine halt wirklich eher so Leute, die in den Chat kommen und meinen, hallo, meine Hände riechen nach meinen Füßen. Und zwar auf nicht die lustige Art und Weise. Auf der Vorderseite steht was nach vorne ab. Okay. Sieht man sogar so ein bisschen. Von hier aus gesehen wirkt der Felsbrocken ganz gewöhnlich. Hm. Ah, jetzt, ich wollte gerade sagen, wo muss ich die ganze Zeit drücken? In der Vorderseite befindet sich eine ungewöhnliche Erhebung. Vielleicht sollte ich einmal drücken? Na klar. Nein, meine guten Pokémon-Freunde. Aber was muss, das muss. Solange es keine Leute sind, die zum 1000. Mal nach der Entbannung fragen, ja, die gibt's auch. Man kann ja auf Twitch, weiß, ob ihr das wusstet, als Nicht-Mod, man kann, wenn man irgendwo gebannt ist, eine Anfrage auf Entbannung stellen. Und die kann der Mod dann entweder annehmen oder ablehnen. Und es gibt Leute, die sind da sehr anhänglich. Du hast es geschafft. Gut, Spencer ist hier irgendwo. Ja, die Mission ist schon ganz schön umfangreich. Befolge den Plan. Lenke sie ab und bringe sie dann vollkommen durcheinander. Geh den leuchtend roten Sensoren aus dem Weg. Löst du einen aus, endest du wieder genau hier. Sei vorsichtig. Überrascht, den stillen Chris so viel reden zu hören? Ich rede, wenn es sein muss. In Barbaras Nähe bringe ich jedoch kein Wort heraus. I ship them. Ich kehre nach Frostberg zurück. Musst du damit Barbara Pläne ausarbeiten. Wir zählen auf dich. Ich erinnere mich immer noch nicht an diese Mission. Die ist einfach komplett fremd für mich. Also, dass ich eine Glurak nochmal fangen musste, jetzt zurückblickend betrachtet, ja. Aber alles andere mit dem Wasserfall und Aria und so, null. Und dann dieses Versteck hier auch irgendwie, null. Okay.
auch so richtig dramatische Musik. Ich dachte, Chris Freundin heißt Yu, nicht Barbara. Vielleicht ist jetzt Zweitname Barbara. Oh. Das Ding ist gerade rot geworden, als ich draufgetreten bin. Das ist schon nicht so nett. Was? Was machst du da? Eindringlinge dulden wir hier nicht. Das ist schon wieder so ein bisschen Stealth, ne? Du willst dich wohl in unsere Basis schleichen, wie? Raus mit dir. Wie wäre es, mich ganz rauszuschmeißen, statt nur in den Flur zu stellen? Es ist schon krass, oder, dass ich mich an jede pisselige Mission erinnern konnte? Nur an diese hier nicht. Obwohl die ja eigentlich recht lang und umfangreich und wichtig ist. Richtig seltsam. Dann wiederum ist es halt auch schon echt lange her bei mir, aber... Mr. Stella, Dankeschön für 9 Monate treu... Ja. Irgendwie... Ich kann mich ja wirklich an nichts ändern, aber irgendwie habe ich gerade Vietnam-Flashbacks, wo ich mir diese Platten da angucke. Ich weiß auch nicht, mein Unterbewusstsein schreit gerade. Aber ich kann euch nicht genau sagen, wieso. Was? Ich bin doch richtig schlecht in solchen Dingern. Da kommen Augen zu und durch, ne? Kann ich da bis hinten gucken? Oh. Aber es sind nur 4 auf jeden Fall. Nee, ich bin, glaube ich, in solchen Dingern nicht so gut. Also ich meine, ich habe nichts gegen die Mechanik, weil es ist ja auch mal was anderes. Aber ich habe zum einen das Problem, dass ich, glaube ich, ein bisschen ungeduldig manchmal bin. Und zum anderen, das habt ihr eventuell auch in anderen Projekten schon gesehen. Da gibt es ja auch gerne mal solche Rätsel, aber auch in unterschiedlichen Formen. Dass ich irgendwie, ich bin ja auch furchtbar schlecht in Rhythmusspielen, dass ich sehr große Probleme damit habe, den Rhythmus herauszufinden. Weil ich das irgendwie... Wenn ich das so ein bisschen als Bildergeschichte so nebeneinander hätte, so, ne, 1, 2, 3 und so, aber so, dass ich mir das quasi merken muss, wie die sich dann quasi bewegen, ist super schwierig für mich. Also ich könnte auf die erste, auf die zweite, auf die dritte... Das geht. Okay. Und hier? Ah, da muss ich nach unten. Okay. Und vor allem muss ich mir das quasi immer so ein bisschen merken, ne, wo jetzt was war. Also ich weiß nicht, ob es so ein bisschen an meinem Kurzzeitgedächtnis liegt, dass mir das einfach schwer fällt, mir zu merken, ne, wie war das jetzt nochmal? Aber ich weiß nicht, ich finde das ganz schwierig für mich persönlich zu sehen, in welchem Rhythmus die halt an- und ausgehen. So, hier kann ich einfach rüber. Hier habe ich unten genommen. Da kann ich potenziell unten entlang. Einfach schrittweise. Und durch. Und hier kann ich auch... Da hätte ich nicht zwischen stehen bleiben dürfen. Aber okay. Da muss ich nochmal gucken, wann ich eigentlich nach unten muss. Ja, ich gerate dann auch immer in Panik, weil ich mir denke, wo muss ich jetzt hin? Und es ist, glaube ich, auch ähnlich wie im Olivendschungel, dass du halt wirklich sehr weit nach vorne wieder zurückgesetzt wirst. Was dann auch immer so ein bisschen unangenehm ist. Also dann quasi auch nochmal alles neu machen muss. Und hier finde ich es halt ein bisschen gemein, weil ich halt nur 4 Platten sehen kann, ne? Also ich gehe auf die,
Auf die? Auf die? Schon bis 4, oder? Ja. Okay. Da kommt doch bestimmt noch mehr. Natürlich. Aber immerhin, ne, da schon mal. Alex, Dankeschön für 27 Monate Treue. Hallo, ich bin Don Metroido und ich mag gut designte Rätsel. Hallo, Don Metroido. Und hier habe ich halt auch mal das Problem, ich kann halt nur bis zur dritten Platte gucken. Irgendwie. Also ich kann bis zur dritten Platte an sich durchlatschen. Als ob! Ich bin auf dem Weißdraht, ich bin nicht mehr auf der Platte! Das wüsste ich! Also, ich kann mich irgendwie an dieses Plattenrätsel ganz dunkel erinnern. Aber nicht mehr so wirklich irgendwie. Weiß ich nicht. Verdrängt. Ob es jetzt so schade drum ist, ist die andere Sache. Und ich dachte, wir machen heute das Finale vielleicht noch. Ha! Wenn ich mir das so angucke. Ich meine, ich habe nichts gegen das Rätsel an sich. Ich habe nur was dagegen, dass man immer wieder ganz vorne anfangen muss. Das ist ein bisschen nervig. So, 1, 2, 3, 4, runter und rüber. Das ist okay. Nur hier, wie gesagt, eigentlich kann man da einfach durchlaufen. Es ist knapp, aber es geht. Wie ist das jetzt hier? Vielleicht. Da kann man auch durchlaufen. Nur das ist gemein, weil A, du siehst halt teilweise die letzten Platten nicht, was ein bisschen doof ist. Deswegen kannst du nur hoffen oder spontan gucken. Und B, du wirst halt immer so weit zurückgesetzt. Na, das ist dann auch nochmal zusätzlich doof. Aber nett, dass man da teilweise echt einfach durchrennen kann. Huch. Ich wollte eh nicht nochmal zurück. Das Teleporter? Jetzt haben wir auch noch Teleporter. Mhm. Ich guck mal erstmal. Aber es war immerhin nicht so riesig wie im Olivendschungel, wo du halt wirklich 3 Trilliarden Kilometer zurück musstest. Apropos, ich habe einen Wampel gefunden. Aber ich meine, es ist so eine typische Antagonistenbasis, ne? Einmal so alles mit Teleportern und schließenden Türen und Rätseln. Na komm, nehmen wir das Wampel auch mit. Teleporter gehören irgendwie einfach dazu. Aber ich finde so mittlerweile, wo ich eigentlich ein ganz gutes Setup gefunden habe, wie ich halt Ranger vernünftig streamen kann und dass ich den Chat auch trotzdem noch halbwegs gut im Blick habe, natürlich nicht. Hallo? Bleiben Sie hier. Natürlich nicht permanent, weil wenn ich gerade am Kreisen bin, ne, ist vielleicht ein bisschen schlecht. Also so OP bin ich jetzt auch wieder nicht, dass ich beim Kreisen hochgucken kann und den Chat lesen kann. Also ich glaube eher nicht. Aber ich glaube, jetzt wo ich ein ganz gutes Setup habe, wie das ganz gut funktioniert, ist so eigentlich recht entspannt. Eve, Dankeschön für 27 Monate Treue. Hast du dich mit Alex abgesprochen? Es ist heute irgendwie so verdächtig, es kommen irgendwie alle im Doppelpack. Hi, na? Tschüss. Okay. Ist egal, wo ich lang gehe. Ich mag dein Gesicht nicht. Wie lautet das Passwort? Wie war das? Suche den Kuchen im Sande? Was soll das für ein Quatsch sein? Kuchen? Huch, wo kam denn das Schluckweich her?
Diese Soundkulisse. Die ist super. Ah, schon den ganzen Zubat gefangen. So, eins nach dem anderen. Vielleicht weiß Alex, wann meine Pause ist und hatte das mit mir abgepasst. Vielleicht. Ich weiß nicht, das ist einfach nur so witzig, dass heute irgendwie sehr viele Leute so im Doppelpack hier auftauchen. Ich meine, ne? Stört mich natürlich nicht, aber finde ich ganz witzig. Die Sache mit dem Kuchen, mir lief das Wasser im Mund zusammen und ich konnte mich gar nicht konzentrieren. Akzeptiert. Was haben die hier so unendlich lange Gänge? Da ist noch ein Teleporter. Da ist ein Sumpex rechts. Das hängt schon so halb in der Finsternis drin mit einem Arm. Wieso? Wieso befindet sich ein Ranger in unserer Basis? Streng genommen befinden sich sogar zwei Ranger in dieser Basis, aber verrat es ihm nicht. Wobei, kommt nochmal zurück. So. Das hat gut geklappt, das hätte aber auch ganz schön gruselig sein können. Sehr schön, jetzt haben wir nicht mehr 37 Energie, das sah aber auch doof aus. Heißt das, alle Leute, die heute im Doppelpack hier reinkommen, werden geschippt? Okay. Akzeptiere ich. Wo zur Hölle bin ich eigentlich mittlerweile? Muss ich eventuell sowieso beide Seiten abklappern? Da ist noch ein random Logok gewesen, ich habe es genau gesehen. Mittlerweile habe ich mich übrigens schon verlaufen. Endlich ist unsere Zeit gekommen. Unser neuer Fangkomm ist fertig. Mit diesem Fangkomm kann die Power Rock Bande jedes Pokémon fangen, egal ob es das will oder nicht. Jedes Pokémon dieser Welt wird nun unserem Befehl folgen müssen. Die Musik. Mankey, komm zurück. Nein, nicht. Dann halt so. Georock, magst du noch mal einmal... Warum sag ich immer Georock, obwohl du ein Geowatz bist? So. Also Eve wäre jetzt nicht die schlechteste Wahl. Okay. Ich lasse das mal so stehen. So, da ist noch ein Teleporter. Da ist auch einer. Und hier war noch ein Electek. Und von da bin ich, glaube ich, gekommen. Und nein, ich bin von da gekommen. Scheiße, Mann. Der Raum hat einfach drei Teleporter. Was? Kam jemand mit mir in den Chat? Du warst recht anfangs da. Tja, hier ist niemand sicher. Ich versuche gerade den Kontext im Chat zu finden. Bukai. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, für Kai gibt es andere Shippings. Beziehungsweise, das klang jetzt... Vielleicht es im Plural zu formulieren, war vielleicht... nicht die beste Idee. So war das wiederum nicht gemeint. Da ist schon wieder ein Teleporter. Warte, ich muss jetzt mal gucken. Wobei ich immer versuche, möglichst wenig in meinem Stream-Chat tatsächlich zu shippen. Oh, hi. Weil es immer Leute gibt, die das eigentlich gar nicht wollen. Oder weil ich vielleicht mal ganz tief ins Fettnäpfchen reintreten könnte damit. Hey, dich kenne ich doch. Kannst du dich an mich erinnern? Du erinnerst dich nicht mehr? Wirklich nicht? Ah, das lasse ich mir nicht gefallen. Oh nein, oh Gott. Ah, da war seine unsichtbare Wand. Nein, könnt ihr mal bitte aufhören anzugreifen, wenn ich euch fangen möchte? Nervig.
So? So, meine Güte. Der Chat muss bald auf Ü18 gestellt werden. Ich glaube, so schlimm ist es noch nicht. Hoffe ich. Vergiss diesen Schrei niemals. Bitte erinnere dich das nächste Mal an mich. Okay. Warum sind hier so scheiße viele Teleporter? Ich raste aus. Oh, hier ist ein Sumpex. Hi. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wo ich bin. Was machst du Schönes? Wie es so ein bisschen nach hinten geschleudert wird dabei. Nein, ein Kreis zu wenig. Das war knapp, aber passt. Zumpex nehme ich gerne mit. Aber ich wüsste auch super gerne, wo ich mittlerweile bin. Das war der Teleporter. Der Teleporter oben rechts hat mich in diesen Dreierraum gebracht. Und der ist eine Sackgasse. Hm. Du wirst den kürzeren ziehen. Das Hauptquartier hat uns unglaublich starke Pokémon zur Verfügung gestellt. Zwei Bummels. Oh, die greifen hier sogar an. Nein! So, hat keiner gesehen. Der Soundeffekt klingt auch immer so unglaublich dramatisch. Das ist wie in Hollow Knight. Da ist auch immer so richtig dramatisch, wenn du zwei Schaden kriegst. Und hier klingt es auch immer so, als wenn du gerade dreimal gestorben wärst. Mhm. So, das heißt, von da sind wir gekommen. Da unten war eine Sackgasse. Was ist hier? Das ist der mittlere Teleporter. Rechts? Bin ich bei dem Logok gelandet. Okay. Nimm ich mit. Du bist flott. Was machst du? Mich treten. Huch, ist plötzlich einfach weggesprungen. Kannst du bitte nicht aus dem Bild rauslatschen? Danke. Und was ist, wenn ich jetzt hier lang gehe? Komme ich dann zufällig links wieder raus? Nee, komme ich... Wo bin ich? Was zur Hölle? Ach, jetzt bin ich in dem Raum gelandet. Ah, da bin ich ja vorhin auch irgendwo rausgekommen, oder? Ich kann mich hier auch gerade nicht so ganz drauf konzentrieren, was ihr schreibt, weil ich überhaupt erstmal gucken muss, wo ich überhaupt lang muss. So, das war der ganz rechts. Was ist mit dem ganz links? Ach du Scheiße. Oh. Jetzt bin ich bei irgendeiner Treppe gelandet. Ah. Also hier scheint eventuell richtig zu sein. Das heißt, das war, glaube ich, der linke Teleporter und dann hier der rechte. Und bin ich jetzt hier gelandet? Was? Einige? Hier? Bist du hergekommen? Dann wirst du bezahlen, dich einfach so in unsere Experimente einzumischen. Mir ist da so ein Metang auf den Kopf gefallen. Sagen wir mal lieber so. Man muss es sicher nicht immer schwer machen. Ich habe zumindest das Metang erwischt. Ist auch schon mal viel wert. Na, macht ihr irgendwas? Ich finde es immer so witzig, dass wenn ich dann halt wirklich mal aktiv versuche, die zu fangen, machen sie plötzlich ihre Attacken. Wenn ich um sie herumkreise nach dem Motto, mach was, machen sie nichts.